zusammen. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Mein erster Interviewpartner im neuen Jahr ist Werner Renz. Werner ist Pastor und war langjähriger Rundfunkredakteur in der Stimme der Hoffnung. Auch heute arbeitest du noch an einem Radio- und Fernsehsender mit, beziehungsweise bist bei Sendungen beteiligt im Hope Channel. Oder ich glaube, jetzt heißt es Hope TV, oder? Ja, Hope TV, genau. Und was du noch ganz Besonderes nebenbei machst, darauf wollen wir später zu sprechen kommen. Lieber Werner, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ja, die Gespräche mit dir sind für mich immer was ganz Besonderes und deswegen freue ich mich umso mehr. Hast du erstmal noch etwas hinzuzufügen? Nein, wir können gleich loslegen, wenn du Fragen hast. In Ordnung. Ich würde dich sehr gern mal fragen, ob du uns deine Geschichte zum Glauben erzählen könntest, denn die war ja sehr spannend bei dir. Ja, also ich bin in Wien geboren. Ich habe eine Mutter, die sehr musikalisch ist. Die ist auch Schlagersängerin gewesen. Und meine Großmutter hat damals in den Kriegszeiten in einer Kleiderfabrik gearbeitet. Und dann, während sie so näht, sitzt neben ihr eine Glaubensschwester aus der Adventgemeinde und singt ein Lied. Das heißt, hast du keinen Raum für Jesum? Und das hat meiner Großmutter so gut gefallen, dass sie gefragt hat, woher haben Sie denn dieses schöne Lied? Und dann sagte sie, kommen Sie doch mit. Und dann kam sie mit in die Adventgemeinde im 3. Bezirk in Wien, lernte dort die Bibel kennen. Sie ist ja Katholikin gewesen. Und auch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, wurde getauft. Und ich war damals 12 Jahre alt und sie hat mich dann in die Gemeinde mitgenommen. Und ab da bin ich in der Adventgemeinde gelandet und wollte Prediger werden. Das haben sie mir dann auch ermöglicht. Sie haben gesagt, ich soll doch meine Gaben anwenden. Und es war so, ich war in der Jugendgruppe richtig adoptiert worden. Ich hatte einen Bildungsstand, das war eine Volksschule. Die Lehrer und die Erzieher meinten, also Gymnasium schaffst du ja sowieso nicht. Fang doch gleich einen Beruf an mit deinen 14 Jahren. Also ich bin mit 14 getauft worden. Und dann habe ich in der Jugendstunde den Auftrag bekommen, ich soll mal ein Referat über Musik halten. Und weil das ja auch mein Gebiet ist und ich habe gerne Klavier gespielt und ich habe sowas noch nie gemacht. Und dann habe ich das Referat gehalten und da habe ich gemerkt, ich kann reden. Und ab da ist der Knoten gerissen. Ich konnte Referate halten, ich konnte mich weiterbilden. Und dann habe ich natürlich Theologie studiert, habe Abitur gemacht, in Österreich heißt es Matura. Ja, und dann bin ich Pastor geworden, Jugendsekretär, auf Landesebene und dann bin ich für 21 Jahre Chefredakteur für die Rundfunksendungen in der Stimme der Hoffnung geworden. Und nach meiner Pensionierung, also im Jahr 2007, habe ich angefangen mit Fernsehsendungen. Das ist wirklich ein sehr spannender und interessanter Weg. Auf der Internetseite der Tröster wirst du mit den Worten vorgestellt: Er hat die Gabe, modernen, kritischen Menschen einen Zugang zur Bibel zu verschaffen. Das ist ja erstmal eine wunderbare Vorstellung und daraus ergeben sich zwei Fragen meinerseits. Die erste wäre, findest du, dass es für moderne Menschen schwieriger ist, zum Glauben zu finden, beziehungsweise dass sie weniger gläubig sind? Das glaube ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Durch das Internet und durch das Fernsehen ist das Bildungsniveau gestiegen. Und vor allem junge Leute haben viel mehr Zugang durch die modernen Medien und werden dadurch auch mehr gebildet. Sie bekommen also nicht nur, wie soll ich sagen, gegensätzliche Informationen zur Bibel oder zu Gott, sondern auch positive Informationen. Und Daten und Filme und Bilder, dass sie auch besser im Gespräch umgehen können, in den Chats und so weiter, im Internet.
Die Leute trauen sich mehr, Fragen zu stellen. Also von daher ist es, glaube ich, 50-50. Ja, das stimmt. Denkst du, dass manchmal eine gewisse Angst herrscht, Fragen zu stellen? Oder wo glaubst du, woraus resultiert die Angst vor Fragen? Ja, man möchte sich nicht blamieren. Man ist ja ziemlich angewiesen auf die Gruppe, was die Gruppe von einem denkt. Und dieser Peer Pressure, dieser Gruppenzwang, führt dazu, dass manche sich nicht äußern. Denn sie wollen ja nicht dumm dastehen. Ja. Eine andere Frage, die sich aus der Vorstellung von dir ergeben hat, wäre, dass meiner Meinung nach, oder das ist ja nicht nur meiner Meinung nach, es ist ja so, dass jeder Mensch eine Gabe mitbekommen hat. Warum glaubst du, entdecken manche Menschen ihre Gabe nie, beziehungsweise erst sehr, sehr spät? Nein, wir leben in einer Zeit der großen Informationsschwemme. Also in ganz wenigen Jahren verdoppelt sich die Information und dadurch ist es unübersichtlicher. Das heißt, die Menschen können sich weniger orientieren, obwohl sie viel Informationen aufnehmen. Das scheint sich zu widersprechen mit meinem vorigen Gedanken, aber es ist Folgendes. Wenn man viele Informationen hat, hat man Gelegenheit zu wachsen in der Persönlichkeitsentwicklung, aber man hat auch Gelegenheit zu verflachen. Ja. Also die Oberflächlichkeit überschwemmt einen und man wird dann denkfaul, sprechfaul und das könnte ein Grund sein, eine Antwort auf deine Frage zu finden. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Dazu passt vielleicht auch, du hattest in einer Episode auf Hope TV, da ist es für dich sehr charakteristisch, dass du meist ein Schachspiel mit dazu nimmst. Darauf kannst du ja vielleicht später nochmal genauer eingehen, warum du das so machst. Und jedenfalls sagtest du, wir wollen uns daran gewöhnen, Zug um Zug zu Ende zu spielen, genau wie wir uns disziplinieren wollen, einen Gedanken zu Ende zu denken. Vielleicht braucht man dann die Disziplin dazu, oder? Natürlich. Dieses folgerichtige Denken und das Denken, dass man von einem Schritt zum anderen geht, also zu einem Ergebnis kommt, eine Schlussfolgerung, das ist eine Denkleistung, die man trainieren soll. Ein Schachspieler muss mehrere Züge vorausdenken. Und das ist ziemlich schwierig, obwohl das nur 64 Felder sind, aber das geht in astronomische Höhen. Und jetzt, wenn man eine Diskussion führt oder ein Gespräch hat, dann ist es auch wichtig, dass man einen Überblick behält, einen gewissen Abstand, um herauszufinden, wohin geht das Gespräch. Und wo werden wir landen? Manchmal ist es so, man weiß es vorher überhaupt nicht, welches Ergebnis rauskommt. Das ist eben das Spannende. Aber man sollte zumindest auf dem Weg sein, denn wenn man das verliert, dann diskutiert man einfach nur im Kreis herum und wird unverständlich. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich hatte ja schon ganz am Anfang gesagt, dass du derzeit an einem sehr besonderen Projekt arbeitest, denn du hast ja die Denkwerkstatt ins Leben gerufen. Kannst du unseren Zuschauern mal erzählen, was sich hinter dieser Denkwerkstatt verbirgt, beziehungsweise was dein Gedanke dahinter ist? Also die Denkwerkstatt bedeutet, dass man Fragen stellt, und zwar die richtigen Fragen. Fragen, die tief gehen. Also nicht oberflächliche Fragen. Und dass man dann auf die Antwort wartet. Meistens ist man mit seinem Mund ziemlich schnell, dass man andere entweder ablöscht oder so eine dumme Aussage macht, dass die einen über den Mund fahren. Also es geht darum, dass man in der Denkwerkstatt also erstmal gute Fragen stellt. Wenn dann Antworten kommen, die können entweder gut sein oder normal oder unpassend, je nachdem, das muss man trainieren. Deswegen hat man eine Denkwerkstatt. Also wenn jetzt jemand eine Frage stellt, wie zum Beispiel, warum greift Gott nicht ein? Dann würde jetzt ein Atheist antworten, weil euer Gott zu schwach ist, einzugreifen. Und was sagt man dann?
Da habe ich meistens darauf gesagt, er greift nicht ein wegen der Menschenrechte. Und das war bei der anderen Seite völlig neu. Was haben Menschenrechte mit der Bibel zu tun? Wurde dann zurückgefragt. Ja, das höchste aller Menschenrechte ist das Recht auf Selbstbestimmung. Und das trat zum ersten Mal in Kraft am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Daraufhin sagt der andere, der also bibelkritisch ist, das ist ein Mythos. Und dann stelle ich ihm die Frage, warum greift dann ein Mythos nicht ein? Jetzt muss er nachdenken. Also, warum greift Gott nicht ein? Er greift nicht ein wegen der Menschenrechte. Ja, das hat doch mit der Bibel nichts zu tun. Dann geht es um die Selbstbestimmung am Baum der Erkenntnis. Ja, das ist ein Mythos. Ja, warum greift dann ein Mythos nicht ein? Wer Gott von vornherein als, wie soll ich sagen, als Illusion bezeichnet, der darf ihn nicht hernach verantwortlich machen, dass er nicht eingreift, weil eine Illusion nicht eingreifen kann. Ein Mythos kann das schon gar nicht. Also sind wir jetzt am Ende dieses Gedankenweges. Es ist ein Gedankenweg von 7 Schritten. Das kann man in 7 Schachzügen zeigen, also insgesamt in 4 Zügen, aber insgesamt 7 Schachzügen. Und dann kommt man zur Schlussfolgerung. Und die habe ich eben gerade gesagt. Sehr spannend. Wie ist dir der Gedanke gekommen? Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe damals, als ich Jugendsekretär war in Baden-Württemberg, Informationen bekommen also gegen Evolution. Und zwar, das muss ich jetzt mal aufzeichnen, wenn man sich vorstellt, ich zeichne das gleich, Gesteinsschichten und durch diese Gesteinsschichten geht ein Baum durch. Ich zeige das jetzt mal. Kannst du das sehen? Sehr gut. Der Baum, der jetzt die Gesteinsschichten durchstößt, das ist eine Sigillaria, die kann bis zu 40 Meter lang werden. Und jetzt ist die Frage, wie alt ist denn der Baum und wie alt sind die Gesteinsschichten? Nun fragt man einen Evolutionisten, der würde sagen, ja, die Gesteinsschichten sind ja Millionen alt. Dann ist das Problem, ja, wie alt ist der Baum? Wie ist denn er da reingekommen? Hat der Baum so lange gewartet, bis eine Schicht nach der anderen um sie herum, und dann war schon aus. Dann war schon aus. Und mit dieser Zeichnung oder mit diesem Faktum bin ich in das Ministerium für Erziehung in Stuttgart gegangen und habe dort den Herrn Bonz getroffen, der also die Erlaubnis für Biologiebücher gibt. Und dem habe ich das vorgestellt. Und ich habe gesagt, woher kriegen Sie denn die Impulse? Ja, das kriege ich von der Universität, von den Dekanaten. Ja, gut, dann ging ich zu den Dekanaten und habe gefragt, ist das jetzt? Wer gibt denn dann die Erlaubnis? Ja, das ist das Ministerium. Das entscheidet drüber. Und dann habe ich gefragt, in der Uni, gibt es denn keine Diskussionssystematik, wo man wie bei einer Gerichtsverhandlung pro und contra protokolliert, also für und wider, dass man hinterher sehen kann, wohin man gelandet ist? Und dann wurde mir gesagt, nein, das haben wir nicht. Das gibt es nicht. Weil ich sagte, aber wenn man das nicht hat, dann kann man ja rumdiskutieren, man kommt gar nicht zum Punkt. Oh ja, haben sie gesagt, wir haben da einen Mann, der heißt Wasmut Reier, der hat das Institut für Argumentationsanalyse gegründet. Und zwar schreibe ich dieses fürchterliche Wort jetzt mal auf. So, hier ist es. Oh, kann man das lesen? Ja, man kann es gut lesen. Keine Spiegelschrift. Im Bild. Nein, alles gut. Gut. Jetzt hat der Herr Wasmut Reier, der dieses Institut für Argumentationsanalyse gegründet hat, mir das einfach erklärt. Und das ist auch die Grundlage der Denkwerkstatt. Er sagte, wenn man eine These, eine Behauptung hat, dann muss man diese These mit mindestens einem Argument begründen. Und die Kombination zwischen These und Argument nennt man eine Argumentation. Ja. So ganz einfach. Und wenn jetzt der erste Einwand kommt, dann beginnt die Analyse.
die Argumentationsanalyse. Darum ist in der Denkwerkstatt immer der Satz, wenn einer etwas behauptet, dann frage ich ja, wie begründen Sie das? Er muss dann ein Argument bringen. Mhm. Er kann nicht springen. Also wenn eine Frage gestellt wird, dann kommt eine Antwort und die Antwort ist aber eine Behauptung, eine These. Und dann frage ich immer, wie begründen Sie das? Und dann kommt die Begründung. Und wenn die Begründung gekommen ist, dann wird das Feld freigegeben für den besten Einwand. Man sucht, also in der Argumentationsanalyse sucht man nach den besten Einwänden. Man trainiert sich an den besten Einwänden, die man sucht, sich ihnen stellt und daraus lernt. Sehr interessant. Das sollte man vielleicht auch mal ins echte Leben adaptieren, denn auch da ist ja so ein Diskurs oder These gegen These ist ja sehr selten geworden und dann auch wirklich Einwände mal stehen zu lassen und darüber nachzudenken. Genau. Und die wenigsten schreiben es auf. Es wird nicht protokolliert. Und dann gewinnt immer der, der das schnellste Mundwerk hat oder der die meisten Fachbegriffe hat. Und die anderen, die ein bisschen länger brauchen, aber tiefer denken vielleicht, die bleiben dann auf der Strecke. Und deswegen haben wir die Denkwerkstatt gegründet. Und das Positive an der Sache, du hast sie gefragt, warum sich so wenig Leute beteiligen an Fragen und so weiter. Ja. Weil sie Angst haben vor klugen Leuten. Ja. Die intellektuelle Präsenz kann so erdrückend sein, dass man sich nicht traut. Vor allem, wenn man einmal sich den Mund verbrannt hat, dann zieht man zurück und schweigt. Ja. In der Denkwerkstatt ist es genau umgekehrt. In der Denkwerkstatt muss der kritischste Mensch, der muss seine Sache begründen und die wird aufgeschrieben. Das ist sehr gut. Wie kann man, angenommen, man hat jetzt zugehört und findet die Vorstellung deiner Denkwerkstatt sehr interessant. Gibt es da auch die Möglichkeit mitzumachen, auch jetzt in der Zeit von Corona, wo es vielleicht etwas schwierig ist, was die Kontaktaufnahme direkt angeht? Ja, es ist so, in der Denkwerkstatt oder in der Sendung, wo das Schachspiel gezeigt wird, diese Sendereihe heißt Schwarz auf Weiß. In dieser Sendereihe wird die Vorbereitung zur Diskussion gegeben. Es wird ein Gedankenweg gezeigt, eine gespeicherte dialogische Gedankenfolge mit einer Schlussfolgerung und die wird freigegeben und jetzt werden die Leute, die Fragen haben, eingeladen, sich zu melden. Und die können zum Beispiel an den Sender schreiben, an die Stimme der Hoffnung oder Hope TV, ja, und Stellung nehmen zur Sendung. Und das geschieht auch. Es gibt ja dann Zuschriften und dann versuche ich dann Antworten zu geben oder es gibt dann Standardantworten, die dann meine Kollegen das machen. Sehr interessant. Wir sind in einer Zeit, in der sehr oft die Begriffe Inspiration und Intuition fallen. Aber ich glaube, dass die Grenzen, also die Abgrenzung zwischen beiden Begriffen, nicht klar definiert ist. Allerdings hast du dich auch im Zuge der Denkwerkstatt sehr deutlich mit Inspiration auseinandergesetzt. Könntest du uns da mal bitte deine Sicht auf Inspiration erläutern? Ja, also die Inspiration ist ja auf der Bibel gegründet, denn die Bibel soll ja von Gott inspiriert worden sein. Also wer das jetzt zuhört, der wird dann sagen, ja, ich glaube doch nicht an so Mist und so weiter. Den würde ich sofort fragen, wie begründen Sie denn das? Und da wird es meistens still. Da müssen nämlich sehr gute Argumente kommen. Also Inspiration will ich jetzt in eine Zeichnung hier fassen. Und zwar, Inspiration ist ein Pfeil, der in ein offenes System geht. Inspiration ist Denken im offenen System. Der Mensch macht nicht zu. Wenn ich jetzt hier das zumachen würde, dann kommt Inspiration nicht rein, göttliche Inspiration jetzt gemeint. Dann würden die meisten sagen, ja, da gibt es eben nicht göttliche Inspiration. Okay, aber dann bist du in deinem geschlossenen System, da kommst du nicht mehr raus. Und wenn du sagst, es gibt nicht Gott, dann ist die Frage, ja, wie begründest du denn das? Hast du denn die Gesamtübersicht? Und dann
wird es interessant. Also dann beginnt ja die Diskussion erst richtig. Also Inspiration ist immer etwas, was von außen kommt und Menschen bewegt, dass sie angeregt werden, zum Denken angeregt werden. Denkwerkstatt bedeutet nachdenklich werden. Ja, wie denn? Ja, da müssen gute Fragen kommen, da müssen Einwände kommen, die so gut begründet sind, dass man erst mal sagen muss, also da weiß ich keine Antwort. Da müssen wir mal drüber schlafen. Vielleicht beim nächsten Mal fällt mir was ein. Aber diesen langen Atem haben die wenigsten, weil sie denken, sie müssen gleich die richtige Antwort geben und das verklemmt sie. Das wird dann so verbissen. In einem freien Gedankenaustausch geht es um die Gleichwertigkeit gegensätzlicher Gesprächspartner. Das bedeutet, ich respektiere die Meinung des anderen, auch wenn sie sehr, sehr kritisch ist. Und je kritischer, umso besser. Weil dann muss ich, da bin ich ja gezwungen, meine eigene Welt sich zu überdenken. Also auf Deutsch, man lernt nur, wenn man gefordert wird. Wenn ein Input da ist, wo man sagt, oh, da muss ich jetzt nachdenken. Und Denkwerkstatt bedeutet, dass sich die Leute verbinden, die gerne intellektuell auf der Reise sind und gerne lernen wollen. Also würdest du auch sagen, dass Denken ohne Inspiration gar nicht möglich ist? Es gibt ja Menschen, die man als verkopft bezeichnet. Also dass die sehr viel in ihren Gedanken sind und wenig im Gefühl. Genau. Würdest du dann diese Menschen in den Bereich derer im geschlossenen System, ja, würdest du die dann dahin kategorisieren? Also hier ist die Zeichnung, geschlossenes System bedeutet, dass man eine geistige Inzucht betreibt. Und die Folge davon ist, dass man dogmatisiert, also Lehren aufstellt, die nicht hinterfragt werden dürfen. Und sie indoktriniert, also anderen richtig eintrichtert. Ich möchte dazu eine Zeichnung machen. Also die Indoktrination, muss man sich vorstellen, ein großer Kopf und da gibt es einen Trichter. So, das wäre ein Bild für Indoktrination. Es werden nur die Pfeile geliefert, die man reinpassend macht. Pfeile, die jetzt von außen kommen, die also, jetzt zeichne ich es auf, die rot sind, da sagt man schon, nein, das will ich nicht. Das geht über meinen Horizont. Ich habe genug mit mir selber zu tun. Ich darf nicht verunsichert werden. Und solche Leute kann man leicht fanatisieren. Also dogmatisieren, indoktrinieren und fanatisieren. Und das spielt sich alles in unserem Oberstübchen hier ab. Und Denkwerkstatt bricht mit diesen Eintrichtern. Man sucht die roten Pfeile. Und der beste rote Pfeil ist dann der da, wenn es um Gott geht, Gottesbild. Das kann man ja jetzt auch an der Gesellschaft sehr gut beobachten, dass wirklich viele im geschlossenen System sind und dass Meinungen sich einfach nur noch konfrontieren und dabei das ganze Miteinander völlig vergessen wird. Ja, genau. Und da das Gedächtnis immer weiter abnimmt, also mit Alter nimmt ja auch das Gedächtnis ab, vergisst man auch sehr schnell. Und dann muss man die Dinge immer wiederholen. Ist ja gut. Aber wenn man nicht mehr wiederholt, dann kann man nicht mehr lernen. Und das Schlimmste ist, wenn man aus den Fehlern nicht mehr lernt. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ist auch sehr interessant, dass du immer alles bildhaft verdeutlichst. Das ist ja auch eine Besonderheit von dir, dass du zu allem immer sofort die passenden Bilder zeichnen kannst. Ich kann gar nicht anders. Da merkt man dann auch die Inspiration im Denken mit. In deiner Denkwerkstatt spielt ja auch Wahrheit ein oder nimmt Wahrheit einen sehr zentralen Punkt mit ein. Und jetzt gibt es ja die Aussage, dass Wahrheit doch nur relativ ist. Wie siehst du das und wie würdest du dieser Aussage begegnen? Eines der stärksten Denkwerkstattbeispiele ist ein Schachspiel in 7 Zügen, in Gesamtzügen. Und dieses Schachspiel beginnt mit einer Frage, eigentlich harmlos,
gibt es eine unveränderliche Wahrheit? Oder gibt es die absolute Wahrheit? Also eine unveränderliche absolute Wahrheit. Man könnte auch die Frage stellen, gibt es Gott? Und die Reaktion ist meistens sehr spontan und direkt, und zwar mit einem Nein. Diese unveränderliche Wahrheit gibt es nicht. Und wir sind jetzt im dritten Schachzug. Erster Satz, gibt es die unveränderliche Wahrheit? Nein, gibt es nicht. Dritter Schachzug, und wie begründen Sie das? Jetzt mache ich mal eine Pause. Was für eine Antwort soll jetzt kommen? Und da greife ich jetzt zurück auf Gespräche mit Atheisten, und zwar mit hochrangigen Atheisten. Also aus der atheistischen Waffenschmiede gibt es jetzt den besten Einwand gegen Gott und die Metaphysik. Und dieser beste Einwand stammt von Ernst Mach. Das ist dieser Philosoph und Physiker, von dem stammt Mach 1, Mach 2, also diese Schallmauer. Und er hat mit dem Buddhismus sich beschäftigt, und der Buddhismus hat einen Satz von Lao Tzu, stammt dieser Satz, den hat Ernst Mach übernommen, und der lautet, also ich fange nochmal an, gibt es die absolute Wahrheit, also unveränderlich? Nein, gibt es nicht. Wie begründen Sie das? Antwort, weil sich alles verändert. Das ist der vierte Schachzug. Also Lao Tzu sagt, das einzig Unveränderliche ist die Veränderung. Und damit diese Sense. Der Lenin hat damals den Ernst Mach nach Moskau geholt, weil sie jetzt die Wunderwaffe gegen Gott gefunden haben. Aber im fünften Denkschritt, also im fünften Schachzug, kommt die Frage, verändern sich Naturgesetze auch? Ja, was jetzt? Die meisten Atheisten gehen auf den Leim und sagen ja. Das ist der sechste Schachzug, jetzt kommt der Schachmatt. Dann führen sie nur ein Naturgesetz an, das sich verändert haben soll. Und damit die Schachmatt. Also wenn es um Wahrheit geht, du hast ja gesagt, ist die relativ, dann ist mit diesem Schachspiel das Niveau erreicht, die Naturgesetze sind unveränderlich. Und wenn einer sagt, also die Naturgesetze beschreiben oder der Gültigkeitsbereich, der verändert sich natürlich, ist klar. Aber dass sich bestehende Gesetze verändert haben, dass man jetzt a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat jetzt verändert oder wie? Oder die Eulersche Zahl, also Eulersche Zahl, das ist die mathematische Grundkonstante. Die hat sich nicht verändert. Und meine Frage an Evolutionisten ist, ja, wie hat sich denn die mathematische Grundkonstante entwickelt? Also Wahrheit ist auf Naturgesetze aufgebaut, und die Naturgesetze sind, wenn man glaubt, vom Schöpfer geschaffen worden. Da hatte ich heute gerade, weil du gerade von der Eulerschen Zahl gesprochen hattest, hatte ich von Bernoulli ein Zitat gelesen, dass sich alle Wissenschaften auf die Mathematik beziehen, nur die Mathematik existiert in sich selbst. Ja, das ist interessant. Also Gott hat, ich habe eine Sendung gehabt mit einem Chemiker, Peter Plichter hieß er, ein Genie. Die Sendung hieß, wer hat die Zahlen erfunden? Und der Herr Plichter kam während der Sendung, er war ja vorher Atheist, während der Sendung ist ihm klar geworden, die Zahlen, die können nicht erfunden worden sein von uns. Die waren schon vorher da. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Primzahlkreuz. Und Herr Plichter hat eine Entdeckung gemacht. Und zwar, wenn man die Zahlen aufreiht, also auf einer Wäscheleine, jede Wäscheklammer ist eine Zahl, 1, 2, 3 und so weiter, dann hat er zum ersten Mal versucht, die Zahlen in einen Zyklus zu bekommen. Das heißt, in einen Kreis. Ich zeige das mal. Hier.
Das ist jetzt verwirrend. Das muss ich wahrscheinlich anders machen. Es gibt, Moment, wenn man die Uhr vor sich hat, das Ziffernblatt, und man teilt jetzt die Zahlen ein von 1 bis 24, also nicht bis 12, sondern man unterteilt sie, dann ist in dem ersten, jetzt habe ich, du siehst jetzt hier diese Zahlen, und zwar geht es die ersten Schritte 6, ja, und dann 12, und dann kommt 18, und dann kommt 24. Ja. Und jedes Mal, wenn eine Zahl vor diesen 6, 12, 18, 24 kommt, das ist eine Primzahl und danach auch eine Primzahl. Ja. Also eine Zahl, die durch nichts teilbar ist, außer durch sich selbst. Ja. Und der hat entdeckt, dass also 1, 2, 3, 4, 5, 5 ist eine Primzahl, ja. Dann kommt 6, die ist wieder teilbar, und dann kommt die 7, 7 ist eine Primzahl. Mhm. Und gehen wir jetzt auf die 12, dann ist vor der 12, 11 ist eine Primzahl, und nach 12 eine 13 ist eine Primzahl. Und wenn bei 18 ist, dann ist die 17 und die 19 Primzahlen. Ja. Und so weiter. Und er hat herausgefunden, dass, wenn man jetzt den Kreis erweitert auf 48 und weiter, ja, dass immer auf derselben Position Primzahlen in einem Strahl kommt. Das ist so wie dieses Kreuz. Ja. Nur da können Primzahlen sein, wo das blaue Kreuz ist. Ja? Ja. Und er hat herausgefunden, dass der Aufbau, wenn man nach innen geht, in den inneratomaren Bereich, dass dort die Primzahlen eine beherrschende Rolle haben. Und das geht dann in die Quantenphysik hinein. Also er hat das in der Sendung entwickelt, ja, viel besser, als ich das jetzt sagen kann. Ich musste ja 5 Bücher erst lesen, und das ist ein Mensch, der ist so kritisch, der zerlegt immer die anderen Akademiker, weil die nicht so schnell sind. Ja. Und dann hat ein Unternehmensberater mir gesagt, du musst den Peter Plichter kennenlernen. Sag ich, wieso muss ich den kennenlernen? Doch, musst du unbedingt. Na, wenn du willst, dann habe ich ihn angerufen. Und dann kamen wir beide ins Gespräch. Das Gespräch hat 20 Minuten gedauert, und nach den 20 Minuten hat er gesagt, Herr Renz, wir müssen uns treffen. Und dann haben wir uns getroffen. Er hat mir die Bücher gegeben, ich habe die gelesen. Ich bin ja keine Intelligenzbestie. Ich habe einen ganz normalen IQ. Meine Frau hat einen höheren IQ als ich. Aber irgendwie hat die Intuition, jetzt komme ich zu dem, was du vorher gesagt hast, also Intuition braucht man, wenn es um große Zusammenhänge geht. Und die habe ich verstanden. Und dann konnte ich ihn moderieren. Und wir haben 2 Sendungen gemacht. Und in diesen 2 Sendungen ist dieser Mann gottgläubig geworden. Das war also eine fantastische Sache. Also wer das in der Stimme der Hoffnung oder im HOPE-TV sehen will, der muss über die Mediathek die Sendung Wer hat die Zahlen erfunden? Dann kann er diese Sendung sehen. Die sind sehr schwierig, aber eine Hausfrau schreibt, eine Oma schreibt, ich verstehe zwar nicht, aber es hört sich gut an. Du hattest gerade gesagt, dass du einen durchschnittlichen IQ hast. Wenn man sich mit dir unterhält, würde ich die Vermutung nie anstellen, sondern würde eher das Gegenteil denken, weil du wirklich auf alles immer eine Erwiderung weißt. Hattest du schon immer dieses vernetzte Denken oder hat sich das wirklich entwickelt? Das hat sich entwickelt. Also ich habe schon eine Begabung. Meine Frau denkt analytisch, also seriell hintereinander geschaltet, und ich denke synthetisch, also ganzheitlich. Aber ich möchte dir mal zeigen, wie ich mich entwickelt habe, als ich schon Redakteur war. Wenn man die richtigen Fragen stellt, wie zum Beispiel, woher kommt Intelligenz? Das ist erstmal eine harmlose Frage, aber die hat es in sich. Und man trifft dann einen Professor und der merkt, oha, das ist eine schwierige Frage. Und dann gibt er eine Antwort,
die ich mir sofort merke. Und ich merke mir auch die Nomenklatur, das heißt die Spreche, die Sprache, die Fachsprache, die merke ich mir. Und mit dieser Fachsprache gehe ich dann zu Professor B. Der ist aber der Gegner von Professor A. Jetzt merkt er, oh, der Kerl hat ja die Nomenklatur drauf, also die Fachsprache. Da muss er sich also zusammenreißen. Und dann gibt er mir das Beste in seiner Nomenklatur, den besten Einwand. Das merke ich mir sehr gut. Dann gehe ich zu Professor C., der so zwischen beiden steht. Und der merkt natürlich, oha, da wird ja ein ganz anderer Wind. Und dann gibt er mir auch das Beste, die besten Einwände. Und wenn ich die dann habe, dann werde ich die Lücken, die ich ja habe, füllen, wo ich nur kann. Und so komme ich zu diesem Wissen. Was ja auch wiederum dieses Vernetzen und wie du das machst, ist ja auch wiederum ein Grundgedanke deiner Denkwerkstatt. Genau, ja. In der Bibel, beziehungsweise die Bibel selbst beginnt ja mit, im Anfang war das Wort. Wie stehst du dazu, beziehungsweise was bedeutet diese Aussage für dich? Ich habe in meinen Sendungen mit Quantenphysikern Kontakt gehabt. Und in der Quantenphysik gibt es einen Begriff, das ist der schwerste Begriff für Quantenphysik überhaupt. Und das ist die Frage, was ist Information? Woher kommt sie? Was ist sie? Und davor haben die Quantenphysiker den größten Respekt. Jetzt gibt es dieses Wort, im Anfang war das Wort. Und für Quantenphysiker zugänglich gemacht, heißt es, im Anfang war die Information. Und jetzt zeichne ich mal unter diesem roten Pfeil eine blaue Wolke und schreibe in diese Wolke Cloud rein. Cloud, ja. Das ist also Inspirationsbild, das Denkwerkstattbild. Die Cloud kommt immer meistens später. Nun heißt ja Cloud Datenspeicher, und zwar ein externer Datenspeicher. Ja. Und ich gehe jetzt auf eine Karikatur ein, die in den Nürnberger Nachrichten kam. Und zwar Adam und Eva sitzen am Boden. Adam hält ratlos den Apfel in der Hand, angebissen. Die Schlange schlängelt sich vom Baum runter und hat eine Sprechblase über ihren Kopf. Und in dieser Sprechblase steht, ich habe alle eure Daten. Dann steht drunter, da wurden sie gewahr, dass sie alle nackt waren. Das heißt, die Cloud klaut unsere Daten. Alles, was wir extern auslagern, das ist kontrollierbar, einsehbar. So wie die Schlange, ich habe alle eure Daten. Dieses Bild hier, die Cloud, bedeutet, im Himmel ist der wahre Datenspeicher, die wahre Cloud. Da ist mein Name angeschrieben. Das sind alle meine Daten, was meine Lebensaufzeichnungen betrifft. Die sind alle gespeichert. Das heißt, wenn ich sterbe, dann ist meine gesamte Zusammensetzung, die mathematische Zusammensetzung, die Algorithmen, die kann Gott ganz schnell, blitzschnell wieder zusammensetzen. Ich kann mich wieder neu schaffen. Und das nennt man himmlisches Heiligtum oben, wo Gott Dienst für mich macht und er ein Wort für mich einlegt. Jetzt komme ich wieder zurück. Im Anfang war das Wort. Das bedeutet, dass im Anfang die Information war, die für alles zuständig ist, für alles Geschaffene. Darum heißt es ja auch gleich weiter, alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Und ohne diese Information ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also auf Deutsch, das Wort, im Anfang war das Wort, ist ein Glaubenssatz, dass ich an einen Schöpfer glaube, der alles geschaffen hat, und das läuft in seinem Wort zusammen, im biblischen Wort. Und dieses biblische Wort muss man verstehen, das muss man durch Inspiration, durch Intuition verstehen lernen. Wirklich richtig interessant, auch das Bild, was du jetzt wieder dazu gezeichnet hast. Du hast ja davon jetzt gesprochen, dass Gott der wahre externe Datenspeicher ist, und wir haben ja aber jeder, ich habe hier gerade zwei Festplatten neben mir liegen, jeder hat ja irgendwo Datenspeicher. Das heißt also,
dass wir sehr viele Kopien vom Original haben. Worin siehst du den Grund, dass es dem Menschen eine solche Freude bereitet, sich Kopien zu schaffen, statt die Originale zu leben? Es gibt ja auch zum Beispiel für Kinder solche kleinen Tamagotchis, die dann eben Haustiere ersetzen. Oder also es gibt ja wirklich für alles eine Kopie und dabei wird aber das Original völlig außer Acht gelassen oder verliert an Bedeutung. Ich male dazu wiederum eine Zeichnung, ja? Und zwar male ich jetzt die zwei Bäume im Paradies. Das eine ist der Baum des Lebens und das andere ist der Baum des Todes oder der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Hier ist er. Ja. Also hier ist der Baum des Lebens da. Ja. Und hier ist die Schlange, die gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, also mit anderen Worten, stimmt das überhaupt, was Gott euch da so erzählt? Und jetzt male ich ein anderes Symbol gleich daneben auf. Und man kann erkennen, wohin die Reise geht. Das ist der berühmte Apple. Das bedeutet, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, uns unsere Welt selbst zu konstruieren. Wir machen uns ein Bild von der Welt, wie wir das wollen. Und in dem Moment, wo die Schlange sagt, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Dann heißt das im Klartext, konstruiert euch eure Welt selbst ohne Gott. Ihr braucht das Wort Gottes gar nicht. Also wenn der euch sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben, dann ist das Unsinn. Ihr werdet keineswegs sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, dann wird es esoterisch, dann kreist man nur noch um das eigene Licht herum, man ist wieder im geschlossenen System und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und damit ist die Wissenschaft ohne Gott geboren worden, mit dem methodischen Zweifel. Der Zweifel bekommt Methode, indem man das als zweifelndes Subjekt alles hinterfragt. Alles. Auch wenn es von Gott kommt. Und man nennt das jetzt hier, der Apfel, Konstruktivismus. Und das ist die moderne, postmoderne Philosophie. Der Konstruktivismus kennt keinen Gott. Er kennt nur die Eigenkonstruktionen. Und das ist nichts anderes als geistige Inzucht. Ein Konstruktivist macht zu. Es gibt keine absolute Wahrheit. Da würde ich auch gern nochmal auf den Buddhismus eingehen. Du hattest da vorhin schon in dem Zusammenhang Lao Tse erwähnt und auch jetzt wieder dieses geschlossene System. Meditation ist ja an sich eine Entspannungsübung. Allerdings in dem Moment, wo ich meditiere, schließe ich mich ja in mich selbst ein. Da bin ich geschlossenes System. Das ist das Gegenteil von Inspiration. Und das Schwierige dabei ist, also bei mir hat Meditation nie angeschlagen, es tut mir leid. Ich war in einer so einer Gruppe, wo sie eben meditiert haben und neben mir war ein älterer Professor, Professor Schienemann, der hat während dieser Übung zu mir rübergeflüstert mit fast weinerlicher Stimme, Herr Renz, bei mir funktioniert es nicht. Dann sage ich, bei mir auch nicht. Warum? Weil wir nicht zumachen. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen, die ich in Berlin erlebt habe. Ich war damals junger Theologiestudent und da war die Welt zu unseren Füßen. Wir waren so unternehmungslustig und wollen den Rätseln der Welt auf den Grund gehen. Und was uns bewegt hat, waren die Buddhisten. Diese Gleichmut, dieser Friede, der da ausstrahlt von den Gesichtern. Und da sind wir mit Begeisterung in das buddhistische Zentrum in Berlin und haben unsere Fragen gestellt und da haben sie uns gleich zu dem obersten Leiter geschickt. Und der hat uns immer, der wusste genau, wir sind Theologiestudenten, und der hat versucht jetzt uns irgendwie reinzunehmen in seine Welt. Er sagt, ihr müsst einfach eure Gedanken ziehen lassen, so wie Wolken. Ihr müsst euch ausliefern, ihr müsst euch dieser Kraft ausliefern. Und in dem Moment habe ich den Leiter so in die Augen geguckt, habe gesagt, ja, wissen Sie, welcher Kraft Sie sich denn ausgeliefert haben? Dann wurde der so wütend, sein Gesicht verzerrte sich zu einer Fratze, kann man sagen, und der brüllte mich.
so laut an, dass mir das Blut in den Adern gerann und er sagte, sie machen alles kaputt mit ihrem Verstand. Und dann, wir waren wie gebügelt. Wir guckten uns an wie die Eichhörnle. Und dann, so wie wenn ich jetzt die Hand über mir nehme, so über mein Gesicht, hat er wieder gelächelt. Von einem Augenblick auf den anderen. Und in dem Moment habe ich ihn durchschaut. Dann fiel ich auf so ein Gesicht nicht mehr rein. Nicht, dass alle Buddhisten so sind, aber Buddhisten müssen mit ihren Dämonen, die in ihnen drinnen stehen, mit denen müssen sie fertig werden. Das ist so, wie wenn Indianer eine Prüfung machen und müssen ganz alleine in der, die Nacht verbringen draußen, bei wilden Tieren. Du bist auf dich selber geworfen. Und der Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Philosophie. Und zwar lernt man da Meditationstechnik. Und das ist eine ganz harte Arbeit. Es ist eigentlich eine Arbeit der Selbsterlösung. Also vom christlichen Standpunkt aus erlösen wir uns dann durch Werke, Werksgericht. Während das Wort Schabbat, also der jüdische Feiertag, also der Originaltag, der Schöpfungstag, der heißt Schabbat und Schabbat heißt Ruhe. Und diese Ruhe bekomme ich nur durch Vergebung. Und Vergebung ist ein Geschenk. Während Meditation ist eine Leistung. Da steht die Leistung dem Geschenk gegenüber. Das heißt, Christen sind Menschen, die gerechtfertigt werden aus Vertrauen. Denen wird das einfach geschenkt. Die haben einen Abstand. Die müssen nicht verbissen sein. Das ist der Unterschied jetzt zur Meditation. War ganz interessant, das so zu hören. Allerdings hätte ich jetzt noch eine Frage bezogen auf den Buddhismus. Ich finde, der Zulauf zum Buddhismus ist gerade in den letzten Jahren und auch aktuell sehr hoch, wohingegen der Zulauf zur Kirche sich ja immer mehr minimiert. Worin findest du, liegen dafür die Gründe? Und findest du, dass die Kirche als Institution versagt hat? Ich habe dazu zwei Antworten. Die erste Antwort ist die aus den 68ern. Das sind die Rebellen. Ich komme aus dieser Generation. Und die Jugendlichen waren damals auf Rauschgift aus, auf sexuelle Befreiung. Die wollten sich nicht mehr binden lassen. Die wollten ausbrechen aus den festgefahrenen Gleisen des Spießertums. Jetzt führte das dazu, dass sie also unorganisiert groß geworden sind. Also eine gewisse Disziplinlosigkeit gepflegt haben und dadurch unter die Räder kamen. Auch durch Rauschgift und so weiter. Und jetzt kam als Rettung die östliche Mystik. Leute fahren nach Indien, gehen in ein buddhistisches Kloster und wischen dort den Boden oder rächen den Kies, damit sie wieder die einfachsten Strukturen, Tagesstrukturen wieder lernen. Das ist eine Ursache. Die andere Ursache, die in den Kirchen liegt, ist tragisch. Jetzt kommen wir auf das Grundproblem der Kirchen. Ich zeichne jetzt eine Wasserwelle. Als nachts ein jüdischer Rabbiner mit Namen Nikodemus, also ein Gelehrter, zu Jesus kam und Jesus sagte, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde aus Wasser, das ist hier diese Wellenlinie, und ja. Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt im Klartext, die Erwachsenentaufe ist das Wasser. Ja. Der Täufling taucht hier ein, indem das alte Leben begraben wird und er taucht zu einem neuen Leben auf. Und das ist die Neugeburt aus Wasser und Geist oder Wiedergeburt. Aber Wiedergeburt ist irritierend, weil das ja Reinkarnation auch bedeuten kann. Aber Neugeburt aus Wasser und Geist bedeutet, das alte Leben stirbt, neues Leben steht auf. Ja. Und in der Denkwerkstatt will man neues Denken trainieren. Das geht nur, wenn man altes Denken lässt. Und das ist sehr schwierig. Und jetzt kommen wir zu den Kirchen. Was haben die Kirchen aus der Taufe gemacht? Sie haben eine Säuglingstaufe gemacht. Ein Säugling kann doch nicht das alte Leben begraben und ein neues zum neuen Leben aufstehen. Und jetzt kommt ein Geheimnis.
als zu Pfingsten der Geist Gottes ausgegossen wurde und Petrus eine Predigt hielt, die so stark war, dann heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach, tut Buße, also kehrt um, und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Der rote Pfeil, der daraus führt, ist die latente Gabe des Heiligen Geistes. Die kriegt jeder mit, wenn er das im Glaubensschritt gemacht hat. Das bedeutet, Menschen, die lernen wollen und wachsen wollen im Glauben, müssen das alte Leben abgeben. Und der natürliche Mensch möchte das nicht. Eine Großkirche kann nur dann groß werden, wenn sie den Menschen nicht zu nahe kommt. Es darf nicht über das Gericht gesprochen werden oder über Verzicht, das Kreuz auf sich nehmen, Christus nachfolgen. Das geht vielleicht, wenn man ins Kloster geht, aber wenn es mit dem Heiligen Geist gemacht wird, geht es noch tiefer, als wenn man ins Kloster geht. Denn dann muss man das ganze alte Leben lassen und zu einem neuen Leben bereit sein. Und die Gemeinschaft der Gläubigen sind Leute, die neugeboren sind in einem neuen Denken. Und da geht nicht mehr die alte Leier. Das ist eine völlig neue Gesellschaft. Ja, und die Kirchen haben das versäumt. Sie lassen die Leute in ihrem alten Leben. Es wird nur noch Kosmetik gepflegt, zu Weihnachten oder zu Ostern. Ja, und mehr ist nicht drin. Höchstens vielleicht noch Klimawandel, okay. Aber das ist nicht das Neugeburt aus Wasser und Geist. Das stimmt. Du hast ja auch gesagt, die wählen die einfache Sprache, die wollen nicht mehr das ansprechen, um was es tatsächlich geht. Warum glaubst du, sie wollen das einfach angenehmer für die Hörer machen oder haben sie gar nicht das Interesse, den Glauben wirklich so, wie er ist, zu transportieren? Da teilen sich die Geister. Es gibt ja in jeder Kirche solche und solche. Die einen, die wollen eine Veränderung haben, aber in der Theologie liegt die eigentliche Wurzel, warum die Kirchen nicht diese Erneuerung haben wollen. Und zwar geht es um den methodischen Zweifel. Wenn ein Theologe die Bibel studiert, in Hebräisch, Latein, in Griechisch, dann zerlegt er. Er zerlegt das einfach. Ich gebe dir mal ein Beispiel in sieben Gedankenschritten, also eine theologische Gedankenweg in sieben Schachzügen. Der erste ist eine Frage, stimmt die Bibel? Ist sie Gottes Wort? Sofort springen bibelkritische Theologen, ich erkläre noch weiter, was bibelkritische Theologe ist, springen rein. Nein, sie ist nicht Gottes Wort, sie enthält nur Gottes Wort. Das klingt sehr vernünftig. Also stimmt die Bibel, ist sie Gottes Wort? Nein, sie ist nicht Gottes Wort, das wäre ja irrtumslos, das wäre Verbalinspiration, sondern sie enthält nur Gottes Wort. Der dritte Schachzug lautet, und wer bestimmt, was Wort Gottes ist und was nicht? Die Antwort kommt wie von der Pistole geschossen. Das bestimmen bibelkritische Theologen. Fünfte Frage, also fünfter Satz, woran erkennt man bibelkritische Theologen? Daran, dass sie ihr Wissen über den Glauben setzen. Und dann kommt die Antwort, dann heißt es nicht mehr Rechtfertigung aus Glauben, sondern nur noch Rechtfertigung aus Wissen. Und diesen Weg geht jeder Theologe, der wissenschaftlich anerkannt sein will. Er setzt das Denken über den Glauben, das Wissen über das Wort Gottes. Und da beginnt eine unheilvolle Entwicklung in der Kirche. Die Schlussfolgerung daraus heißt, damit hat die neoprotestantische Kirche, neoprotestantisch aus vollem Grund, es gibt im Protestantismus solche und solche, damit hat die neoprotestantische Kirche das reformatorische Erbe Luthers verraten und verlassen, indem sie mit ihrem methodischen Zweifel ihr Denken über den Glauben gesetzt haben. Und bibelkritische Theologen, das muss ich jetzt differenzieren, das sind Theologen, die ein bibelkritisches Paradigma haben, also ein Denkmuster,
wo das Wissen über den Glauben gesetzt wird. Ja, und wer in der Kirche Pfarrer werden will, katholisch oder evangelisch, muss durch diese Mangel gehen, dass er diesen kindlichen Glauben gleich in den Erstsemestern abgibt. Da wird zum Beispiel verlangt, Sie glauben doch nicht an einen wörtlichen Schöpfungsbericht. Die Kapitel 1 bis 11, also von der Schaffung der Welt, über den Sündenfall, über die Sintflut, bis zum Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung, das kann man nicht wörtlich nehmen. Das muss man symbolisch nehmen, allegorisch, vergeistigt. Und in dem Moment, wo ein Theologe das macht, verrät er seinen kindlichen Glauben. Das erinnert mich an den Dialog zwischen Faust und Mephisto, als Faust fragt was, oder nein, das war glaube ich nicht Faust, sondern das war ein Student gewesen, der zu Mephisto kommt und fragt, was er denn studieren solle. Und Mephisto zählt ihm allerhand Studienzweige auf, aber letztlich blieb nur die komplette Verwirrung. Und genau das ist eigentlich das, was an Universitäten, jetzt speziell auf Theologie bezogen, passiert, dass der Geist völlig verwirrt wird, aber nirgendwo bleibt dann der Platz für Inspiration oder Gefühl. Ja, ich möchte dir noch einen Gedankenweg zeigen. Auf die Frage, also die typische Denkwerkstattfrage, gibt es Gott? Was würde ein Theologe darauf antworten? Gibt es Gott? Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Das wäre die angemessene Antwort. Also auf Deutsch, jeder macht sich sein eigenes Konstrukt über Gott. Und wenn ich jetzt zu einem Theologen sage, also es gibt Gott, dann sagt er zu mir, das ist dein Konstrukt in deinem Kopf und er hat damit recht. Also ist dieser zweite Schachzug schon mal sehr gut. Also gibt es Gott? Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Dritte Frage, gibt es dann auch keine Inspiration? Antwort, die einzige Inspiration, die in der Theologie gilt, ist die Wissenschaft. Der vierte Satz. Jetzt kommt der fünfte Satz. Und welche Rolle spielt jetzt hier die Inspiration in der Theologie? Sechster Satz, keine. Denn sie ist nur bei Werk, das dem wissenschaftlichen Denken dienen muss. Und dann kommt der siebte Schritt. Damit schließen sich Theologen in ihre eigene Welt ein, in ihrer konstruktivistischen Welt. Und Inspiration hat keine Chance mehr. Ja, es bleibt eigentlich auch nur eine seelenlose Hülle. Ja. Ein Theologe, der aber in seinem Denken offen bleibt, dass er Inspiration zulässt, dann muss er Inspiration als Korrektiv zulassen. Ich muss mich vom Geist Gottes leiten und korrigieren lassen. Auch wenn ich so viele Sprachen spreche und eine Intelligenzbestie bin. Ich muss den Satz befolgen, verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und da liegt die Krux auch in den großen Kirchen. Die Kraft der Verkündigung kommt nur dann, wenn ich Inspiration zulasse und mich korrigieren lasse. Selbstkritik. Ein Zweifler ist ein unfehlbarer Mensch. Er wird nie von seinen Zweifeln lassen, denn wohin kommt er denn, wenn er mal in seinen Zweifeln falsch liegt? Das geht doch gar nicht. Also zweifeln bis zum Tod. Nietzsche hat das gemacht und ist im Wahnsinn geendet. Ja, da gibt es ja auch den Satz, ob du glaubst, du kannst es oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst immer Recht behalten. Und das könnte man ja wiederum auf die Zweifel adaptieren. Ja, genau. Ich meine, gesunde Zweifel sind erst dann gesund, wenn ich Selbstkritik zulasse. Und das ist das System der Denkwerkstatt. Wir suchen Leute, die auch Abstand von ihren eigenen Weltanschauungen nehmen. Wer absolute Wahrheiten verkündigt, ist ein Fundamentalist. Und ein Fundamentalist macht sein eigenes Denken zur Grundlage. Unzweifelhaft, unfehlbar. Und es gibt einen religiösen Fundamentalismus und einen atheistischen Fundamentalismus. Aber alle machen ihr System zu, denken im geschlossenen System und sie begehen geistige Inzucht. Nur wie kann man Menschen jetzt wieder zu dieser Offenheit bewegen? Letztlich entscheidet sich ja jeder selbst dafür, wie er denken und handeln möchte. Aber weil wir vorhin davon gesprochen haben, dass es gerade jetzt wieder sehr
auffällig ist, dass es viele geschlossene Systeme gibt oder viele Meinungen, die einfach aufeinander prallen, konfrontieren. Wie kann man Menschen wieder dazu bewegen, offener zu werden, offener sich auf andere einzulassen? Ich male mal überall so Kreise. Geschlossene Systeme zeichne ich jetzt hier ein. Also das sind alles geschlossene, das ist das, was du sagtest. Die Meinungen prallen aufeinander. In dem Moment, wo aber Menschen da sind, die offen sind, die prallen nicht mehr mit den anderen zusammen, sondern die haben eine Ausstrahlung, wo die Leute merken, die sind anders. Das interessiert mich. Die sind lernoffen. Das sind keine notorischen Besserwisser. Ich möchte wissen, wie sie das machen, wie sie leben, wie kommen sie mit ihren Problemen zurecht. Und in dem Moment, wo sich diese Leute finden, entsteht eine lebendige Gemeinde. Also nach dem Prinzip, ändere zuerst dich selbst, dann kannst du auch andere ändern. Ja, ich meine, der Heilige Geist ändert ja die Leute, nicht wir, aber es ist ein Geheimnis, wenn Menschen sich verändern. Wenn das Wort Gottes sie anspricht und sie verändern sich, weil sie merken, sie atmen auf durch die Vergebung. Wer nicht Vergebung erfährt, wird hart oder verzweifelt. Aber wer Vergebung erfährt, kann sich in den anderen hineindenken. Es jammert ihn. Er wird barmherzig. Er merkt, wie gefangen der andere ist, weil er selber ein Gefangener war. Ich glaube, da kennt vielleicht auch jeder schon eine Situation, in dem es ihm sehr schlecht ging und dann aber derjenige Hilfe bekommen hat und das dann auf einmal erfahren hat oder es mit im Abstand dann wieder nachvollziehen konnte, wie es dann für andere in der Situation ist. Ja. Gibt es, ich würde gern, wir haben ja jetzt sehr viel oder du hast sehr viel Tiefgründiges angesprochen, so dass jetzt jeder zum Mitdenken stark angeregt wurde. Gibt es zum Abschluss vielleicht noch eine Bibelstelle, was deine Lieblingsbibelstelle ist? Doch, ich habe eine. Und zwar in Jesaja 61. Ich lese mal vor, Jesaja 61 ab Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und da machen die meisten immer einen Punkt, aber es geht weiter. Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden. Was macht die Verse für dich so besonders? Weil der wird in Lukas Kapitel 4 wird er aufgegriffen. Ein bisschen anders. Ich lese mal jetzt vor. Übrigens, die Situation ist, Jesus kommt nach Nazareth in seinen Heimatort und er ist in der Synagoge, also in dieser Sabbat-Lehrstelle, Stätte, und da wird ihm das Buch des Jesaja gereicht und er liest genau diese Stelle und die wird aber in Lukas so wiedergegeben. Der Geist des Herrn ist bei mir darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen, warum mich diese Texte so bewegen. Wir haben im Alten Testament eine Verheißung, dass der Geist Gottes ausgegossen wird. Und zwar über alle. Über jung und alt, gebildet, nicht gebildet, alt, also Reiche und Arme. Und wenn das ausgegossen wird, ist das ähnlich wie eine Salbung durch den Heiligen Geist. Und dann werden wir die Taten tun, die Jesus auch tut. Wir werden heilen können, wir werden prophezeien, wir werden Teufel austreiben, wir können Wunder tun und wir können die Sprachengabe, die Wahl zu Pfingsten. Und diese Sprachengabe ist so fantastisch, weil man dann endlich mal verstanden wird,
wenn man das richtige Wort zur richtigen Zeit, zur richtigen Person sagt. Und das wird eine Wirkung geben, ein Dominoeffekt, dass diese letzte Evangelisation die ganze Erde erleuchten wird, bevor Christus wiederkommt, damit die Menschheit gewarnt wird. Denn es gibt einen Tag der Rache, der Vergeltung, damit alle Trauernden getröstet werden. Das heißt, die Opfer, die immer von ihren Tätern missbraucht wurden oder übers Ohr gehaut werden, die bekommen eine Hoffnung, weil es eine Vergeltung gibt. Das heißt, Gott schafft Recht. Die Ungerechtigkeit hört auf und dann atmen sie auf. Das wird also ein Ereignis sein, auf das ich mich jetzt schon freue. Deswegen diese Bibeltexte. Sehr schön, danke für deine Erklärung dazu. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal am Ende. Wie gesagt, sehr, sehr viel für unsere Hörer. Gibt es noch etwas, was du gern zum Abschluss sagen wollen würdest? Vielleicht auch bezogen auf die Zeit jetzt, in der ja doch sehr viele hoffnungslos sind oder sich auch irgendwo vielleicht ungerecht behandelt fühlen? Ja. Ich hatte heute Nacht eine interessante Sache. Das heißt so, es war unangenehm. Ich hatte plötzlich Zahnschmerzen, die so heftig wurden. Und es war genau an der Stelle, wo ein Zahn rausgezogen wurde, also ein Backenzahn. Und da hat sich irgendwie ein Herd gebildet, der hat so weh getan, dass ich diesen Tag beim Zahnarzt verbringen wollte. Und ich bin dann nachts aufgestanden, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt und in die Senkrechte. Dem Waagrecht, sind die Schmerzen stärker. Und dann habe ich an das Wort gedacht, wenn ich dich nur habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und ich habe jetzt mit Gott gesprochen, habe gesagt, du, es geht mir nicht so gut, aber ich will dir jetzt Folgendes sagen. Selbst wenn die Schmerzen nicht aufhören würden, weiß ich jetzt, wenn du da bist und ich mit dir reden kann, so wie unter Freunden, dann geht es mir einfach besser. Und dann habe ich auch gesagt, Heiliger Geist, wenn du da bist, dann muss ich das doch irgendwie spüren. Ob das was mit meinen Schmerzen zu tun hat? Eine Wirkung auf meine Schmerzen? Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du mir die Schmerzen nicht nimmst, allein der Gedanke ist so fantastisch, dass deine Gegenwart mir so viel Freude gibt, dass ich nichts frage nach Himmel und Erde, wenn ich dich nur habe. Das ist eigentlich eine Liebeserklärung an Gott, an Christus, der Bräutigam. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, während es 3 Uhr morgens wurde, ich werde am Morgen am Frühstück nur noch Brei essen, damit ich das nicht also reize. Und ich bin dann eingeschlafen, aber ich habe keine Schmerzen mehr gehabt. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, ich wartete, es muss doch irgendwie was wehtun. Nichts, gar nichts. Also auf deine Frage, wie ich den anderen mitgeben will, wenn die Wirklichkeit noch so schmerzvoll ist oder so, wo man sich verlassen fühlt, einsam, in den Problemen, sieht man nur noch Land unter. Und man denkt durch diese Online-Verbindung, durch diesen roten Pfeil, wird man nicht mehr alleine sein. Das ist es. In der Corona-Krise ist es eine Chance, nicht mehr allein zu sein. Du brauchst kein Kino, du brauchst kein Urlaub. Natürlich, ich fahre auch gerne in Urlaub. Aber du brauchst keine anderen Menschen, die dich unterhalten, sondern wenn ich dich nur habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde und in dem Moment werden wir heil. Es wird besser mit uns. Ob wir körperlich ganz heil werden, ist eine andere Sache. Aber wir können es besser überstehen. Deswegen habe ich es jetzt erzählt, um den anderen Mut zu machen. Vielen Dank, lieber Werner. Es war wirklich sehr, sehr spannend, dir zuzuhören und auch sehr erbauend, dir zuzuhören. Freut mich. Danke. Danke auch.